Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Food Diary von mir. Ich nehme euch wieder ein paar Tage bei meiner Ernährung in meinem Alltag mit. Ihr wisst Bescheid. Ich bin gerade von der Arbeit zurück. Ich war heute nach der Arbeit nochmal kurz einkaufen, habe wieder so ein paar Food-Neuheiten gefunden, beziehungsweise wollte ich eigentlich Spargel kaufen. Wir haben die letzten Tage im Kaufland, nee, im Rewe Spargel gekauft. Und wollten den eigentlich gestern essen. Dann haben wir gesehen, dass der einfach komplett verschimmelt war. Was uns im Laden nicht aufgefallen ist, beziehungsweise wahrscheinlich ist es erst einen Tag später da gewesen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die das schon echt clever eingepackt, dass das einem nicht auffällt. Ja, deswegen wollte ich heute eigentlich Spargel kaufen gehen. Aber der war komplett ausverkauft. Deswegen mal schauen, wie wir es machen. Auf jeden Fall warte ich jetzt gerade noch, dass Robin nach Hause kommt. Dachte mir, ich nutze die Zeit und mache jetzt direkt Sport. Ich wollte nämlich ein kleines bisschen Oberkörper wieder trainieren. Diese Woche geht es wieder richtig los mit Sport. Ich freue mich drauf, weil die letzten Wochen war es ja durch ständig erkältet und Kopfschmerzen und keine Ahnung, dass ich die ganze Zeit nicht gehen konnte oder auch nicht gehen wollte. Jetzt bin ich wieder fit und jetzt geht es wieder richtig los. Kurzes Update, was bei mir auf der Arbeit gab. Ich hatte heute zum Frühstück noch diesen veganen Schokopudding, der noch von dem Rezeptvideo übrig war. Auf Verpackungen, diese vegane Schokopudding mit Flohsamenschalen, Chiasamen, was dort nicht alles drin ist. Das habe ich noch getoppt mit einer halben Banane und ein paar Kakaonips. Das war wow, wieder richtig lecker. Und dann hatte ich zum Snacken mit eine halbe Karotte, paar Tomaten und auf der Arbeit gab es wieder Obst. Deswegen habe ich hier noch einen Apfel und eine Birne aufgeschnitten. Und dann hatte ich einen Kaffee und Tee und zum Mittagessen gab es dann noch Restrote Beete-Salat, den ich da hatte mit diesen Linsen. Rote Beete, Feta und Sonnenblumenkern und Olivenöl. Das habe ich dann gegessen mit einer Laugenbrezel. Und als Nachtisch gab es noch ein Merci, das hatte ich noch auf der Arbeit. Und ja, dann bin ich nach Hause gekommen und habe vorhin hier noch so einen Proteinpudding gegessen. Festgestellt, dass da auch wieder die beschissensten Süßungsmittel drin sind. Das heißt, die werde ich nicht mehr kaufen. Ich muss sagen, es ist echt schwierig. An den Tagen, wo ich zum Beispiel zum Frühstück meinen Joghurt-Quarkbowl nicht esse und zum Beispiel auch keine Eier esse oder so, komme ich super schlecht auf mein Eiweiß. Also selbst wenn ich Hülsenfrüchte esse und keine Ahnung, Kerne, Samen, alles mögliche, Nüsse, dann das reicht irgendwie einfach nicht aus, um mein Eiweiß zu decken. Ja, also ich werde wieder mir mal ein bisschen veganes Proteinpulver holen, dass ich da ein bisschen eingedeckt bin. Ich habe ja auch noch ein bisschen was von Moor da, aber ich will so auf diese klassischen High-Protein-Quarks etc. verzichten. Also es ist wirklich in allen, in so gut wie allen, Acesulfam drin oder Aspartam oder Sucralose. Nee, kein Bock mehr drauf, ganz ehrlich. Ich hab dann jetzt schon instant ein richtig schlechtes Gewissen, wenn ich die esse, weil ich mir denke, scheiße, das ist wieder überhaupt nicht gesund. Dass das nicht gesund war oder nicht gesund ist, das war mir ja schon vorher bewusst. Aber dass hier so Süßungsmittel drin sind, die schädlich sind oder beziehungsweise die soweit schon, was die Studienlage angeht, nicht so gesundheitsfördernd eingestuft sind, beziehungsweise eher gesundheitsschädlich eingestuft werden, muss ich mir jetzt nicht reinziehen, wenn ich das schon weiß. Von daher werde ich darauf verzichten und wirklich genau darauf achten, welche Süßungsmittel enthalten sind und das wirklich in Maßen beziehungsweise gar nicht mehr konsumieren. Genau, deswegen habe ich den jetzt trotzdem noch gegessen, weil wir den eben da hatten und ich heute auch ehrlich gesagt noch nicht so viel Eiweiß hatte und überlegt, was ich zum Abendessen essen kann. Das mache ich dann alles später, das zeige ich euch dann auch später. Ich mache jetzt erstmal Sport, gehe duschen und dann gibt es heute was Leckeres zum Abendessen. Freue ich mich schon drauf. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Und das ist jetzt mein Abendessen. Ich habe jetzt richtig Hunger und richtig Lust, was zu essen. Es ist jetzt auch schon 19 Uhr. Ich habe mir hier das andere Cordon Bleu von gestern. Nee, Cordon Bleu ist es gar nicht. Dieses einfache Schnitzel, das vegane. Von gestern vom Grillen angebraten, das war noch übrig. Und dazu jetzt einmal ein bisschen Kaisergemüse und Kartoffeln, die hatten wir auch noch gekocht da. Die müssen ja auch mal aufgebraucht werden. Genau, das ist es jetzt. Dazu gibt es Ketchup. Ich lieb's, ich freue mich da halt so drauf. Eigentlich mit Spargel wäre es richtig geil gewesen. Aber naja, egal, erstmal die nächsten Tage auf jeden Fall. Ist das jetzt mein Abendessen und dazu trinke ich noch ein Clearway. Hallo ihr Lieben, ich bin von der Arbeit zurück. Heute ist Mittwoch. Also man könnte sich echt an diese 4-Tage-Woche gewöhnen. Es ist ja schon wieder gleich Wochenende, das ist sehr geil. Ich habe heute Morgen meinen Joghurt-Quarkbowl auf der Arbeit gefrühstückt, Kaffee getrunken, Tee getrunken. Dann hatte ich zum Snacken wieder Apfel und Birne. Und zum Mittagessen hatte ich mir dann spontan ein Brötchen geholt und Tomate Mozzarella dazu gegessen. Weil ich heute Abend richtig Lust habe auf die Garnelenpasta, die wir machen wollten. Und ich dachte mir, spare ich mir meinen Hunger, den habe ich nämlich jetzt auch so langsam schon. Ich war jetzt gerade direkt im Fitti, muss jetzt aber noch eine Stunde arbeiten, weil ich ein bisschen eher Feierabend gemacht habe als geplant, also 14:30 Uhr, das ist Fitti immer noch so
angenehm voll, sage ich mal. Hab schnell trainiert und war jetzt schnell duschen, werde jetzt noch eine Stunde arbeiten und dann gibt's Abendessen. Da freue ich mich drauf. Ja, so ist der Plan. Ich mache jetzt auch noch ein Clear Away. So was Frisches, Kühles, da habe ich richtig Bock drauf. Und ja, dann mal schauen. Da freue ich mich auf jeden Fall heute aufs Abendessen, weil das wird richtig lecker. Und so sieht das Ganze jetzt fertig aus. Ihr habt ja gerade gesehen, was dran ist. Auf jeden Fall, ja, richtige Resteverwertung. Und oh, ich lieb's. Richtig, richtig lecker. Und als Nachtisch gibt es noch ein Schoko-Osterei. Richtig lecker. Und einen Apfel. Am Donnerstagmorgen gab es dann bei mir zum Frühstück wieder meine Joghurt-Quark-Bowl mit Banane, Agavendicksaft, Zimt und meinen Toppings wie immer. Dann hatte ich mir auf der Arbeit wieder Birne und Apfel aufgeschnitten. Und ich hatte noch ein bisschen Rohkost mit. Also Tomaten, Paprika, also wie eigentlich immer. Und dann gab es zum Mittagessen Overnight Oats, also einfach wieder Haferflocken mit Flohsamenschalen und Chiasamen, die habe ich aufquellen lassen. Dann getoppt mit bisschen Heidelbeer-Sojajoghurt, Kakaonips und noch der restlichen halben Banane von meinem Frühstück. Das war auch mega lecker. Zum Snacken gab es dann nochmal eine kleine Birne und diesen halben Proteinriegel hier von Prozis. Der war so ein bisschen im Snickers-Style, der war richtig lecker. Und dann waren wir abends zum Essen bei meiner Oma eingeladen, weil die Geburtstag hatte und da gab es für mich eine Kokos-Karotten-Ingwer-Suppe, die war sehr, sehr lecker. Da habe ich zwei Portionen von gegessen mit zwei Scheiben Brot, das war so Dinkelbrot, glaube ich, und dann habe ich noch ein bisschen so Weißbrot-Baguette-Scheiben gegessen, ordentlich viele, weil das richtig lecker ist, mit Camembert, Ei und dann noch ein bisschen Rohkost. Und das war dann eigentlich schon mein Essen am Donnerstag. War alles sehr, sehr lecker. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich melde mich mal wieder. Heute ist schon Freitag. Ich sitze heute schon im Homeoffice. Ich habe mich gestern ja nicht groß gemeldet, weil ich früh auf der Arbeit war. Danach waren wir bei meiner Oma und haben da Geburtstag gefeiert. War ein ziemlich langer Tag auf jeden Fall, weil ich auch noch Telefondienst hatte bis 16 Uhr. Also wir waren also, ich glaube, 21 Uhr oder so wieder zu Hause. Und dann ist natürlich nicht mehr viel passiert, deswegen habe ich mich gestern nicht mehr gemeldet. Heute bin ich, wie gesagt, im Homeoffice und jetzt habe ich mir Frühstück gemacht. Es ist zwar erst 8:30, aber ich habe schon wieder so Hunger irgendwie letzte Zeit. Ich stehe früh auf und ich habe richtig Hunger. Das ist noch nie so krass gewesen, wirklich. Also, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, vielleicht lag es auch daran, dass wir gestern halt zeitig Abendbrot gegessen haben, so 6:30 halt. Aber ich esse ja sonst auch immer echt zeitig Abendbrot. Das ist jetzt nichts Neues für mich, deswegen keine Ahnung, warum das aktuell so krass ist. Auf jeden Fall zeige ich euch mal, was es von mir jetzt gibt. Tatsächlich nichts Spannendes. Ich hatte aber keine Ahnung, was ich mir jetzt machen soll. Ich wollte eigentlich einen Smoothie machen zur Abwechslung mal wieder. Wir haben aber keine Tiefkühlbeerenmischung mehr da. Und auch generell gerade irgendwie nichts Richtiges. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, was ich hätte anderes essen sollen, weil ich will morgen eigentlich Porridge bei meinen Eltern essen. Das ist eigentlich immer am praktischsten. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Und deswegen, ja, freue ich mich jetzt gerade auf meinen Joghurt-Quark-Bowl. Ja, ich esse ja auch gerne, so ist es ja nicht. Heute mal wieder mit Banane und Zimt und also wie immer eigentlich Agavendicksaft und ich habe heute wieder dieses Prozis Granola genommen, das schmeckt richtig gut. Statt Dinkelflakes halt und dann die Toppings wie immer. Dazu trinke ich auch schon einen Apfeltee und Wasser. Ja, es ist jetzt wie gesagt 8:30 und das ist jetzt mein Frühstück. Irgendwie war mein Ton in dem Video nicht so ganz da, deswegen melde ich mich mal hier per Voiceover. Ich hatte dann zum Snacken noch ein bisschen Paprika, Tomate und Apfel und eigentlich hasse ich diese grünen Paprikas, beziehungsweise als Kind habe ich die immer richtig eklig gefunden. Mittlerweile geht's tatsächlich, also es sind nicht meine Favorites, aber ich esse sie trotzdem ab und zu. Ich hatte nur so eine Mixpackung von Paprikas gekauft, deswegen hatte ich ausnahmsweise meine grüne da. Ja, das war dann quasi mein Snacken am Vormittag. Mittagessen, Freunde. Mal wieder am tollsten Platz.
Ich glaube, ich baue dann mein Schreibtischzeug dahin, weil ganz ehrlich, hier sitzt man so schön in der Sonne und ich sitze die ganze Zeit drüben im dunklen Schlafzimmer. Und hier scheint so schön die Sonne rein. Ich gönne mir jetzt mein Mittagessen. Ich hatte mir am Wochenende schon ein Chili con carne, nee, ich glaube Chili sin carne ist ohne Fleisch, vorgekocht. Ich stelle es mal hier, dann seht ihr es besser. Auf jeden Fall habe ich einfach ein paar Zwiebeln und Knoblauch angebraten und dann Bohnen dazu gegeben. Das sind jetzt Kidneybohnen, Kichererbsen, Mais. Ich weiß gar nicht, was das andere noch ist. Auf jeden Fall so eine Bohnenmischung. Und wie gesagt, Mais. Dann habe ich passierte Tomaten dazu gegeben, Tomatenmark, ein bisschen Ketchup für die Süße und Gewürze. Und viel mehr ist eigentlich gar nicht. Also theoretisch hätte jetzt der vegane Hack echt noch richtig gut reingepasst. Aber egal. So schmeckt es bestimmt auch gut. Hab Reis dazu gekocht und jetzt obendrauf gerade noch ein bisschen Restmozzarella drauf gegeben, den wir noch da hatten. Wieder so eine Resteverwertung. Beziehungsweise fand ich das irgendwie geil, so ein bisschen als Auflauf mit Käse überbacken. Und geil, ich freue mich da so drauf. Ich habe richtig Hunger schon, ja, seit einer halben, dreiviertel Stunde oder so freue ich mich schon aufs Mittagessen. Jetzt ist es um 12 und jetzt werde ich essen und diese wunderschönen Sonnenstrahlen hier noch genießen. Ein Traum, sage ich euch. Wow. So, ich habe jetzt noch Lust auf einen kleinen Nachmittagssnack. Es ist jetzt 2:45. Das ist übrigens der Riegel von gestern. Da habe ich jetzt noch die Hälfte übrig. Der ist, glaube ich, ein bisschen zermatscht durch den Transport, aber halb so wild. Schmeckt bestimmt trotzdem noch gut. Der hat ja so eine Karamellfüllung, obendrauf Nüsse. Oh, sehr, sehr geil. Ja, den esse ich jetzt. Ich bin dann am Nachmittag zu meinen Eltern gefahren und da habe ich dann bei meinen Eltern direkt noch eine Runde Sport gemacht und war duschen. Und zum Abendessen habe ich meiner Schwester und mir Wraps gemacht. Und zwar habe ich die einfach mit Frischkäse bestrichen, bisschen Käse draufgelegt und dann habe ich die Füllung genommen, die ich von meinem Chili noch übrig hatte und habe die dann zusammengerollt und in der Pfanne angebraten. Bei mir habe ich das Gleiche so gemacht. Ich hatte nur noch statt normalem Käse noch so ein bisschen Simply V da. Damit er nicht schlecht wird, habe ich den noch aufgebraucht. Und ja, das war dann quasi mein Abendessen. Das war sehr, sehr lecker. Ich liebe so Burrito-Wraps, also einfach angebratene Wraps. Das schmeckt einfach so gut. Das war dann mein Abendessen. Ich habe mir dann noch einen anderen halben mit meiner Schwester geteilt. Den haben wir aber kalt gegessen, einfach mit noch ein bisschen Rohkost gefüllt. Und meine Mama hatte sich Tomate Mozzarella gemacht und davon habe ich auch zwei, drei Stückchen von gegessen und die dann mit in meinen anderen halben Wrap gemacht. Genau, also meine Schwester isst Wraps auch total gerne, deswegen haben wir uns dann noch eingeteilt, weil es so lecker war. Dann gab es als Nachtisch noch ein paar Weintrauben und ich habe noch einen Clear Whey getrunken, das war sehr lecker. Dann war ich noch unsere Hasen füttern und habe noch kurz ein bisschen die frische Luft draußen genossen. Es war an dem Tag wirklich richtig schön und angenehm warm. Ich lieb's. Und am nächsten Morgen haben wir dann so gegen um 10 rum gefrühstückt und da habe ich mir ein Porridge gemacht, weil es so gut schmeckt mit Banane und Kakaonips, Chiasamen, ihr wisst Bescheid. Und ich habe dann noch ein paar Heidelbeeren und Himbeeren als Topping genommen, weil meine Eltern nicht mal so viel Beeren da hatten. Habe ich die einfach gemischt. Das war tatsächlich richtig gut. Und eigentlich wollten wir an dem Tag grillen, aber das Wetter war nicht so besonders. Deswegen haben wir das auf nächste Woche verschoben. Und da habe ich dann spontan zum Mittagessen bei meinen Eltern einfach mir Overnight Oats gemacht oder so Birchermüsli-mäßig. Einfach ein paar Haferflocken mit Leinsamen aufgequellt. Und dann habe ich da ein bisschen Ski oben drauf gehauen, einen Apfel klein geschnitten, noch ein paar Tiefkühlhimbeeren oben drauf gemacht und so eine Salatkernmixmischung, also mit Sonnenblumenkern und Kürbiskern und so weiter. Und ein bisschen Agavendicksaft und Zimt. Und das war wirklich auch mega, mega lecker. Also ich finde Skyr fast schon besser als Magerquark. Den kann man nämlich pur auch so essen, auch wenn der am Naturstyle ist. Also es war wirklich richtig gut. Es war dann so mein improvisiertes Mittagessen und dann gab es noch einen Kaffee. Hallo ihr Lieben, ich bin schon seit einer Weile wieder zu Hause. Es ist Samstag. Ich bin ja gestern zu meinen Eltern gefahren. Genau, und heute ist ja wie gesagt Samstag. Heute Morgen gab es zum Frühstück Porridge und dann habe ich noch einen Kaffee getrunken und dann bin ich nach Hause gefahren. Und jetzt habe ich die ganze Zeit noch Bilder gemacht, war noch einkaufen, jetzt ist so viel Zeit vergangen. Ich wusste auch nicht so richtig, ob ich heute ein Video drehen will oder was heute der Plan ist. Deswegen, ja, komme ich jetzt erst zum Essen. Es ist jetzt auch schon 6:30 und ich habe mega, mega, mega Hunger. Und zwar gibt es bei mir jetzt zum Abendessen einfach ein paar gekochte Kartoffeln. Die habe ich kurz mit in die Pfanne gegeben und noch hier so eine Tiefkühl-Gemüsemischung angebraten, die wir noch da hatten. Und einen Grillkäse, der noch vom letzten Grill übrig ist. Ja. Mal schauen, ob ich da noch was esse. Ich denke schon. Ja, auf jeden Fall ist das jetzt erstmal mein Abendessen. Bei mir gab es vorhin noch ein paar saure Gurken. Jetzt trinke ich noch einen Clear Whey und habe gerade schon so ein Lindt-Osterei gesnackt. Richtig lecker. Und das gibt es jetzt auch noch als kleinen Nachtisch. Die sind auch sehr gut. Schmeckt so wie Smarties. Yes, das gönne ich mir jetzt noch.
wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe mir jetzt Frühstück vorbereitet. Ich habe, keine Ahnung, bis 10:30 oder so geschlafen. Jetzt ist es 11:45. Ich bin eigentlich direkt aufgestanden, habe die Waschmaschine angesetzt und habe mir Frühstück gemacht, weil ich heute so Hunger hatte. Auf jeden Fall gibt es bei mir mal zur Abwechslung eine Smoothie. Boah, ich hatte die schon ewig nicht mehr. Also wenn ich mir Smoothie gemacht habe, wäre dann meistens so zum Trinken. Ich habe jetzt auch bloß eine kleine Portion gemacht, also die restliche Hälfte vom Smoothie ist noch im Shaker. Vielleicht trinke ich dann den Rest auch noch so. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt erstmal eine Schüssel voll gemacht. Schmeckt richtig lecker. Habt ihr gesehen, was drin ist? Eigentlich wie immer. Ich muss echt dringend mal wieder Tiefkühlspinat tun, weil damit schmeckt es auch immer ganz gut. Zumindest ist das halt noch ein bisschen zum Greens abdecken. So habe ich jetzt halt bloß Beeren drin, Whey, Quark, Leinsamen und Wasser und Banane. Genau, also recht süß, aber schmeckt trotzdem echt gut. Und getoppt habe ich das jetzt mit diesem gepufften Quinoa, Amaranth, keine Ahnung, Hanfsamen, Sonnenblumenkern, ein paar Kokosraspeln, die wir noch da hatten und noch so Granola. Ist kein selbstgemachtes, einfach irgendeins, was wir noch da hatten für den Crunch so ein bisschen. Dazu gibt es wieder eine Handvoll Nüsse, ihr wisst Bescheid. Und einen Früchtetee habe ich mir auch schon gekocht. Das ist jetzt mein Frühstück. Kleiner Snack, es gibt noch einen halben Apfel. Ja, ihr Lieben, das war es an der Stelle schon wieder mit dem Food Diary. Am Sonntag ist nichts mehr Spannendes passiert. Ich habe euch ja alles gefilmt, was ich gegessen habe. Am Sonntag habe ich übrigens ein Lieferdienstvideo gedreht. Also habe ich beim Lieferdienst bestellt. Und zwar hat der Würfel bestimmt, was ich bestellen muss. Und die Bestellung ist irgendwie ein bisschen ein Fail geworden. Warum, weshalb, wieso, seht ihr dann im Video. Auf jeden Fall wollte ich euch das nicht hier schon zeigen, weil dann macht es irgendwie für das andere Video keinen Sinn. Wenn ich das denn so hochlade, das muss ich mal schauen. Oder ich filme noch was dazu. Mal gucken. Ansonsten kommt das nämlich am Wochenende online. Weil ich hatte mal wieder richtig Bock auf so eine Lieferdienst-Bestell-Challenge. Oder Food-Neuheiten, eins von beiden. Auf jeden Fall gab es das bei mir am Sonntag noch. Und ich habe vielleicht von der Bestellung 2, 3... Sachen von gegessen, also es war keine große Mahlzeit, deswegen habe ich mir dann abends noch ein Brötchen aufgebacken und habe das gegessen mit Frischkäse und veganem Schinkenspicker und ein bisschen Avocado und Ei und dazu dann einfach noch ein paar saure Gurken gegessen und Rohkost, also jetzt nichts Spannendes, das wollte ich hier nur nochmal erwähnen, ansonsten habe ich euch eigentlich alles gefilmt, was ich am Sonntag gegessen habe. Außer halt dann diese Lieferdienstbestellung, die dann noch dazwischen kommt, aber das seht ihr wie gesagt alles in einem separaten Video. Und ja, an der Stelle möchte ich jetzt aber gerne das Video beenden. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Seid gerne im nächsten Video wieder mit dabei. Ich würde mich freuen. Bleibt auf jeden Fall gesund und munter und immer positiv. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bye!